بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، لبقشفيست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Die Frage lautet: Ist das Essen oder das Trinken mit der rechten Hand Pflicht oder Sünde? Erstens, Alhamdulillah, dass Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam uns in diesem Dunya alles beigebracht hat. Er hat uns Al-Akhlaq beigebracht und hat uns auch, wie man auch isst, beigebracht. Und ihr wisst auch der Hadith von Salman al-Farisi, radiallahu anhu, als er zu diesem Jude sagte, Rasuluna allamana kulla shay, dass unser Prophet hat uns alles beigebracht. Jetzt ist das die Frage, ob man auch mit linken Hand essen darf oder nicht. Al-Akl wa shurbu mit linken Hand. Eigentlich, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat uns auch viele Hadithen über das auch erwähnt. Qala sallallahu alaihi wasallam, إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخرجه مسلم. يعني زكت رسول الله صلى الله عليه وسلم wenn jemand essen will, er soll mit rechten Hand essen. Und auch genauso, wenn er auch trinken will, genauso auch. Warum? Weil der Scheitan, er trinkt und isst mit seiner linken Hand. Und eigentlich muss man von der Scheitan unterscheiden. Wenn wir von der Kuffar unterscheiden müssen, was ist mit dem Kopf von Al-Kuffar? Noch schlimmer. Hauptsache, Hadithen, die mit Befehle bei Al-Adab sind immer eigentlich, kama yaqulu al-Usuliyun, wie die Ilm al-Usul oder Ulema, die Gelehrten von Usul oder Ilm al-Usul sagen, die Hadith, die mit Befehle gekommen sind, bei Adab-Sachen, Benehmen-Sachen, sind nicht Pflicht. Sind nicht Pflicht. Aber unerwünscht. Makruha. Dass man zum Beispiel jetzt mit der rechten oder mit der linken Hand isst oder trinkt, ist es besser nicht. Makruha. Besser mit rechten Hand. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم hat uns auch also bei vielen Sachen auch also beigebracht, wie zum Beispiel, wenn du Duchul, wenn du in die Moschee reinkommen willst mit rechten Fuß, wenn du rausgehst, also mit linken Fuß und so weiter und so fort. Und auch so viele Sachen wie beim Siwak und bei Taqlim und Adhafir und viele Sachen. Auch beim, wie man kämmt. Eigentlich Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat alles mit rechten Hand gemacht hat. وكان يحب التيامن في كل شيء. يعني alles was mit recht zu tun, mit der rechten Hand zu tun hat, hat das geliebt. Wie auch unsere Mutter Aisha radiallahu anha sagte. Aber nur wie gesagt hier, يعني جمهور العلماء, Konsens von Gelehrten, meine ich damit die vier Gelehrten von Rechtsschule, die haben gesagt, dass das nur unerwünscht. Yani es ist nicht Pflicht, dass man mit der rechten Hand isst oder trinkt. Ich sage immer, besser nicht, dass man mit linker Hand isst oder trinkt. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء في البخاري ومسلم als dieses Kind kam
und saß neben Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der wollte essen, und sagte ihm: Ja, Ghulam, o du Junge, Samillah, sag Bismillah, wa kul bi yaminik, und ess mit deiner rechten Hand, wa kul mimma yalik, und ess vor dir, das heißt nicht von anderen Seiten. Ja, Hadith und kadalik, es ist, kam auch mit Befehlen, mach das und das und das und das. Aber das hat mit Adab zu tun. Deshalb die Gelehrten sagen, alles was mit Adab zu tun ist, ist nicht Pflicht. Ja, es ist nicht Pflicht. Aber es ist unerwünscht, dass man, wie gesagt, mit linken Hand isst oder trinkt. Und qala kadalika ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam in Hadith Aisha radiyallahu anha alladhi jaa fi مسند أحمد وهو حديث حسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم زكت من أكل بشماله أكل معه الشيطان. Wenn jemand mit linken Hand also isst, als Shaitan isst mit. Subhanallah. Das heißt, okay, dann ist es nicht mit meinen also linken Hand, wenn als Shaitan mit mir isst. Besser mit rechte Hand. وكذلك جاء عن حفصة رضي الله عنها أمنا أم المؤمنين قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك رواه أبو داود. Das heißt, الرسول صلى الله عليه وسلم hat alles mit seiner rechten Hand gemacht und mit seiner linken Hand hat nur sauber gemacht. Subhanallah, wenn er zum Beispiel in Klo ist, wenn er zum Beispiel sein Geschäft gemacht hat, er macht alles sauber mit linken Hand. Mit rechter Hand macht nur immer die guten Sachen. Sallallahu alaihi wasallam. Wada Hadithun, yani rawahu Abu Dawud. Gibt es auch ein Hadith von Jabir, radiyallahu anhu, qala, la, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu bishimal, isst ihr nicht mit eurer rechten Hand. فإن الشيطان يأكل بالشمال الله أكبر وهو weil الشيطان ist mit seiner linken Hand. Subhanallah. Das heißt, muss man von ihm unterscheiden. Braucht man nicht ihm zu folgen. Wir folgen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der immer mit seiner rechten Hand also gegessen hat. وكذلك يعني ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم hat mit einem Mensch also geredet, wo der Hadith kadilka fi Muslim. Und dieser Mensch war so ein bisschen, hat Kibir gehabt, so hochmütig also war er. Sagte ihm Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yani, kul bi yaminik, iss mit deiner rechten Hand. Und da hat ihm gesagt, la astati, ich kann nicht, subhanallah. Und dann Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hat gegen ihm Dua gemacht, ja. Sagte ihm, la astata, Allahu Akbar. Yani, hat gegen ihm ein Dua gemacht und sagte ihm, Mastatat. Das ist genau wie du sagst, besser nicht. Und so. Und du weißt, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegen jemanden Dua gemacht. Khalas. Dieser Mensch und andere Ahadith wurde gesagt, dass er ein Heuchler war, subhanallah. Als er gegen ihm ein Dua gemacht hat, dieser Mensch, seine Hand ist gelähmt. Allahu Akbar. Warum? Weil er nicht diesen Befehl von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam genommen hat. Und Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat ihm nur eine Nasiha gegeben, dass er mit seiner rechten Hand also isst. Er sagte, ma astati, ich kann nicht. Er sagte, ma astatat, Allahu Akbar. Yani, es gibt mehrere Ahadith, die uns auch sagen, dass Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam immer mit Recht angefangen hat. Ob er reinkommen will, zum Beispiel zur Moschee oder wenn er essen will oder trinken will. Er macht alles das nur mit seiner rechten Hand. Deshalb, liebe Brüder und Schwester, yani, gibt es Meinung für Schneid. Und es gibt auch manche Gelehrten, ja, die sind nicht so viel. Von denen ist auch Ibn Hazm und auch Ibn Hajar und auch manche Gelehrten, die haben gesagt, es ist Muss. Weil es ein Befehl und wir wissen genau, dass ein Befehl ist immer Pflicht.
Aber die anderen Gelehrten haben gesagt, ja, Pflicht, wenn das nicht mit Adab zu tun hat. Genau wie wir zum Beispiel als Beispiel geben, Ar-Rasulullah sagte über Bart, Arhul-Liha, Auhul-Liha, Arhul, das ist ein Befehl. Aber Al-Liha hat das nicht mit Adab zu tun, das ist Pflicht, hier ist Pflicht. Aber bei Adab, also wie man benimmt, sein Essen oder Trinken oder so, hier in diesem Fall, die Ulema al-Usul sagen, dass das nicht als Pflicht ist, es ist nur unerwünscht, wenn man das macht. Es ist ungern, sag mal so. Das ist das, ja. Und die nächste Frage ist, ja, in der Rasulullah, weil manche sagen auch, Rasulullah hat auch mit seiner Hand also getrunken. Ja, das kann nie sein. Er hat das benutzt, wenn er von einer Schüssel zum Beispiel trinken will. In diesem Fall hat sie beiden benutzt. Zum Beispiel so. Er nimmt eine Schüssel so und trinkt er so. Warum? Weil er kann es zum Beispiel mit einer Hand so trinken, ja? Wenn das richtig groß ist. Ja? Dann er benutzt ja, die zwei Hände und dann trinkt. Das gibt's. Yani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er hat das gemacht. Entweder von einer Schüssel oder von einem Eimer oder so hat Rasulullah sallallahu alaihi gemacht. Gibt es sogar auch als Beweis im Koran, wo Allah azawajal sagt, illa man ightarafa ghurfatan biyadihi, illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Zum Beispiel auch, wenn du Wasser trinken willst. Entweder du kannst so machen, ja, du kannst so machen, oder du kannst beide benutzen, so trinken. Ja. Es ist gar kein Problem. Ja. Allah azza wa jalla sagt, illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Yani außer demjenigen, der eine Hand voll schupft, ist kein Problem. Yani allgemein und Zusammenfassung, das ist nicht also Pflicht, aber besser, dass man mit rechten Hand trinkt und auch isst, was Allah azawajal an yu'allimana wa an yataqabbala minna. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.